Ja, fei. Die Batterien gehen aus. Ja, lass fei dir sagen, dass die Batterien ausgehen, dann hören wir das auch mal. Ja, Vita. Die Batterieleistung deiner Wii-Fernbedienung lässt nach. Dann wechsel du mal eben Batterie. Ich wechsel die Batterien. Ach, warte. Da kommt doch gleich, glaube ich, wieder nochmal ein ganz langes Gelaber. Ich wechsle die Batterien. Ebenfalls, das dauert einen Moment. Nur jetzt können wir auch kurz deine Rollen übernehmen. Viel Spaß. Ich glaube, meine Rolle ist gerade in ewigen Schlaf gesunken. Nein, wir wecken dich. Perfekt. Hätten wir kaum besser machen können. Gut, ich hätte die Batterien in deine Hand legen und nicht daneben können. Aber ich habe ja gesagt, kaum besser. Es war noch Verbesserungspotenzial da. Aber nicht viel. Bitte. Das ist die Abdeckung für, wenn der Nunchuck nicht drin steckt. Ich überlege gerade, gab es nicht irgendwo auch eine Möglichkeit, den nochmal festzustecken? Nee, oder? Nee, nicht wirklich. So, legen Sie das Teil auf eine gestattete Oberfläche. Da. Okay. Da ist ein Mikro im Weg. Drücke A. Das heißt, ich muss da drücken, ja? Nein, nein, nein! Nein, du hattest es gerade in der Mitte. Nein! Hey, Impa. Safe! Oh, danke, danke, danke. Besser speichern als Entschuldigung. Boah, guck mal, Bardos Schämschemel ist echt alt. Ja, den hat Zelda dahingestellt. Die wusste ja, dass der einen brauchen wird. Der ist schon antik, den kannst du für viel Geld verkaufen. Wahrscheinlich ist er da festgewachsen, wir kommen den gar nicht los. Abgesehen davon, hier gibt es nicht so furchtbar viele Händler, die sich dafür interessieren würden. Die es interessieren würden, das sind die oben auf dem Wolkenhort. Und wir haben kaum Leute mit Vogel und Paraschal, die hier unten so eine Sache mit draufschleppen. Also eigentlich nur mich. Ja, das ist richtig. Was ist mit dem Goron? Der ist doch Archäologe, der freut sich bestimmt. Ja, aber der Reis Archäologie zerstört und dementsprechend hast du da gelassen, wo es herkommt. Ah, alles klar. Kann ich eigentlich in der Vergangenheit rausgehen? Nein. Schämt euch, Leute! Schämt euch! Alles abgeschlossen. Ja, Gott sei Dank, das sieht gar nicht abgeschlossen aus. Ja gut, da war mein Kopf noch vor. Da war dein Kopf noch vor dem Schloss. Ja. Das war die. Das ist nein. Das ist Impa. Das ist Farore. Und Impa, kann ich gut Harfe spielen? Nein. Ihr habt euch verabschiedet. Finde das Triforce, so wie du es Zelda versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich werde Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Okay. Ich gehe dann mal wieder zu Bardo.
Bardo, ich habe gerade gehört, du bist gar nicht die Göttin. Wer hat dir den Quatsch denn erzählt? Wie kommst du auf das dumme... Ach, egal. Du bist wieder zurück? Ja, bin ich. Hi. Dann weißt du jetzt alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben. Es geht ihr gut. Darf ich mal nachgucken? Nö. Ja doch, da ist so ein Spalt in der Tür und sie sitzt nicht mehr davor. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin im Wolkenhort versteckt. Gut. Aber niemand weiß wo. Verdammt. Dazu schweigt die Legende. Mehr weiß ich leider nicht darüber, Wahrheit. Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhort verbergen. Du solltest dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Habe ich dir schon gesagt, dass du das Triforce brauchst? Hey, warte mal einen Moment. Ich bin die beste Göttin. Wahrheit, ich muss mit dir reden. Ich bin nicht die Göttin. Ich dachte, das solltest du wissen. Also, Zelda, ihr geht's doch gut. Klar, die schläft. Das ist gut. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Zwinker, zwinker, klimper, klimper. Es ist also so, Wahrheit. Ich habe mich entschieden, nicht zum Wolkenhort zurückzukehren. Dahin. Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Mach nicht so ein Gesicht, ich weiß schon, was ich tue. Du guckst so, als hättest du vergessen, deinen Ofen auszumachen oder das rote T-Shirt mit der weißen Wäsche gewaschen. Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen. Und ab und an den Verbannten umhauen. Das Ungeheuer ist übrigens das Mütterchen. Bitte? Was macht er denn? Wenn wir dann jetzt irgendwann, egal wann, ob in der Gegenwart, der Zukunft oder der Vergangenheit, den Verbannten ordentlich verbrennen, sodass der komplett weg ist und dann auch in der aktuellen Gegenwart nicht mehr da ist. Dann ist seine Bestimmung ziemlich hinüber. Dann sucht er sich eine neue. So als Bombenzüchter oder sowas. Ich meine, der hat ja schon so eine große. Dann geht er mit den Schnabeligeln im Wald spielen. Ja. Und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden, verstehst du? Wahrscheinlich hat er jetzt festgestellt, dass er eigentlich eine Vogelallergie hat. Deshalb war der immer so mies drauf. Der war gegen Vögel allergisch und jetzt hat er keine Vögel mehr. Also zumindest keine großen von denen mehr da um sich rum. Eben, und jetzt ist er plötzlich ein netter Kerl. Ja. Das erklärt alles. Vielleicht hat er auch einen Höhenkoller. Außerdem gefällt es mir hier. Da oben ist die Luft einfach so dünn und der hat eh schon so ein kleines Gehirn. Vielleicht auch noch kleine Lungen. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden unter den Füßen ist auch nicht zu verachten. Ich hab beides. Angeber. Schau. Hab ich nicht einen schönen Hintern oder was möchtest du mir denn jetzt sagen? Vor allem, weil er sich auch noch so ein bisschen nach vorne beutet. Schau dir das an. Dank Zelda und dem Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Ein Loch. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Ich würde empfehlen, keinen Bombenbaum zu pflanzen. Ja. Nicht im Tempel. Das hier wird sicher mal ein Ort, an dem Menschen gerne leben wollen. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst. Aber ich habe Geduld. Das ist, was ich gerade fühle. Jedenfalls, also... Grüß alle von mir, wenn du zum Wolkenhort zurückkehrst. Und wenn ich das nicht tue? Dann grüß sie nicht. Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sag ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Wahrheit. Und im Hinterhand hat er dir gesagt, wenn du irgendwas findest, was ich hier einpflanzen kann, bring's mir bitte. Ich will noch einen Baum. Es sollte einer sein, der nicht allzu viel Licht braucht. Und nicht allzu groß wird. Naja, wenn er eine bestimmte Größe hat, dann kann es auch sein, dass er dann durchbricht durch die Decke. Hammer-Tempel! Ach, so schlimm ist das nicht. Bardo, Hallo, du könntest deinen Baum hier pflanzen! Nee, da ist kein Loch im Boden. Nicht ranzoomen. Du kannst nicht schießen. Vor allem kann ich nicht ranzoomen.
gab es keine Vogelstaaten. Nein, andere Seite. Um wieder nach oben zu kommen. Ich dachte, ich gehe noch mal unten beim Verbanden vorbei. Ach so, und sagst ihm, alter Freund. Vögelchen. Das Resetten. Wenn alles gut kam. Okay, dann euch. Flup! Mal gucken, ob es geklappt hat. Sollte eigentlich. Fuchs, ich bin am Steuer. Da funktionieren Spiele nicht immer so, wie sie sollen. Richtig. Du spielst keinen Devil May Cry gerade. Wo du auf einmal einen dreifachen Bandsprung machen kannst. Das muss ich nicht Devil May Cry für spielen. Welches Spiel hat es erst noch geschafft? Fire Emblem. Echt? Wo plötzlich Charaktere Klassen haben, die sie zum Start gar nicht haben sollten. Ach so, das meinst du. Okay, das war Versuch 2. Ich versuch's dreimal, dann sind mir die Vögel egal. Aller guten Dinge sind 3. Genau. Weißt ja, auf einem Bein kann man so schlecht... Deep. Nee, auf einem Bein kann man so schlecht stehen. 2 ist zwar schon ganz gut, aber 3 spannt eine vernünftige Ebene auf. Genau, ich fange den mit dem Käfer. Eben, der kann auch hinterherfliegen. Du spannst dem Käfer das Netz in die Zangen. Das ist meine Käfer- und Vogelfangdrohne. Sehen Sie nun die Wahrheit in Ihrem... Da wäre sogar ein blauer bei. In Ihrer natürlichen Umgebung. Er schleicht sich an den Vogel an. Ich versuche gerade zu schleichen. Perfekt. Jo. Du hast eine Vogelfeder erhalten. Werden im Wolkenhort wegen ihrer Nützlichkeit und so weiter hochgehandelt. Die haben doch selbst genug Vögel. Irgendwann sind die auch in der Mauser. Ja, aber die sind zu groß. Ja, aber wenn die noch klein sind, das sind auch immer mal junge Vögel. Ja, aber die Federn sind nicht so wertvoll. Die funktionieren nicht so gut. Aber ich habe die unglaublich selten roten Cranberry-Federn in groß. Ja. Und klein. Aber so mit so riesen Federn ein Kissen zu stopfen. Das ist ein Riesenkissen. Das ist sowieso viel mehr für Strohkissen. Und wenn dann die Federkiele unten rauskommen aus dem Kissen und piepen. Das tut weh. Wir haben schon wieder jemanden an sein Kissen verloren. Hier ist Schlafen tödlich. Joho! Was? Scheint mir, jetzt habe dein Schwert sich verändert. Dann kannst du diesen fiesen Kerl nur nicht als Richter. Weißt du was? Komm, was da wolle, ich forsche einfach weiter. Hey. Die Kraft der Wand der Göttin wird bald wieder erwachen. Und ich möchte, dass du mir dann bei meinen Nachforschungen hilfst. Weißt du, wenn alles gut läuft, kannst du mit der Göttin selbst reden. Vielleicht wecken wir die mal auf. Dann kannst du sie mal fragen, was sie sich bei den Wänden gedacht hat. Ja, so ein Masterschwert ist schon gut. Mhm. Auch wenn Schwert der Göttin immer noch besser klingt. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Hey, Cranberry! Meister, was machen wir heute? Das gleiche, was wir jedes Mal tun, Cranberry. Okay, guter Plan. Die Welt retten? Ja. Wenn ich ein Triforce wäre, wo wäre ich dann? Gut versteckt. Der muss dann für die anderen jetzt auch etwas wahnsinnig rüberkommen, kommt nach so einer ewig langen Reise mit einem irre coolen Schwert wieder.
Habt ihr den Triforce gesehen? Was ist ein Triforce? Keine Ahnung. Habt ihr es gesehen? Zum Bazar. Vielleicht verkauft einer einen Triforce. Das wäre lol. Entschuldigung, das wäre zum Lachen. Hier, habe ich gefunden. Wollte niemand so dieses Ganze haben. Oh, cool, danke. Was ist das? Den, ich gebe dir sogar 50 dafür. Nein, nein, nicht den hier. Terry! Genau, Terry hat das. Keine Ahnung, ist so ein goldenes Dreieck. Sind natürlich drei goldene Dreiecke. Drei goldene Dreiecke, die zu einem Dreieck zusammengestapelt wurden. Also eigentlich sind es ja dementsprechend fünf goldene Dreiecke. Hä? Ja. Ach so, ja. Nee, da wird es doch ein Loch. Ja, ach, die hat das ein Dreieck formt. Ja, aber das ist nicht auch Gold, das Loch. Ist egal, es ist noch ein Dreieck. Das sind fünf Dreiecke. Juhu, Meister Tighthole. Haben Sie einen Triforce in Ihrem Schrank? Wissen Sie was darüber? Ach, Mia ist ja so süß. Hm? Triforce? Hat das was mit Mia zu tun? Ja. Mia! Hast du das Triforce gefressen? Guck sofort wieder aus! Sie mag das. Jo, Mia, kann ich dich eigentlich... Ich glaube, das hat sie schon mal probiert. Ja, das hat nicht geklappt. Also wenn die das Spiel mal irgendwann ein Remake von machen, dann will ich, dass die Katze in den Katzbaum kann. Meister Otos! Ja. Triforce! Sie wollte eine gucken, ob sie die Aura suche mit Triforce bringen. Hallo Wahrheit. Was sagst du? Das Triforce. Es tut mir leid, aber dazu kann ich dir nichts sagen. Frag doch am besten den Direktor, ja? Da bin ich auf dem Weg hin, aber sie waren vorher dann noch unterwegs halt dann. Auf dem Weg! Frag dann der Abstecher. Frag Direktor Augenbraue. Los! Direktor, Ihre Tochter hat gesagt, bevor sie sich in der Vergangenheit hingelegt hat, dass ich sie fragen soll, ob sie was zum Triforce wissen. Eigentlich ist sie total blöd, oder? Sie hätte mir doch sagen können, wo sie es hingepackt hat. Die hat doch ihre Erinnerung wieder. Ja. Aber sie war das doch nicht, das waren die Göttinnen, die das gemacht haben. Sie ist die Göttin. Aber die anderen Göttinnen haben das doch geschaffen. Ja, aber sie ist die Chefin von denen. Sie sollte wissen. Wann wird das gesagt, dass sie die Chefin ist? Weil Hylia die höchste Göttin ist. Also, wenn wir so an sie sehen, egal ob sie es genau weiß oder nicht, Zelda müsste mir, da sie ja die Erinnerungen von Hylia zurück hat, Hinweise geben können, wo ich es finde. Besser als im Wolkenhort. Wahrheit, hast du etwas Neues über Zelda herausgefunden? Ja, die schläft seit einer unbekannten Anzahl an Jahren in einem Bernstein. Sag schon. Und sei es nur der kleinste Hinweis. Ich will alles hören. Du, es tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Deine Tochter ist eine Göttin. Du bist aber kein Gott. Es sei denn, du hast das Triforce gefunden und dir das gewünscht. In dem Fall kannst du mir sagen, wo das Triforce ist. Ja, hier ist meine Halskette, bitte. Du kannst darüber noch nicht sprechen. Ich verstehe, denn du kannst nicht sprechen. Es gibt Dinge, über die man nicht reden kann. Und dann sollte man schweigen. Ich habe ein wenig nachgedacht, Wahrheit. Ich will, dass du mein Schwiegersohn wirst. Es tut mir leid, mit anzusehen, wie du dich so mutterseelenallein deinem Schicksal stellst. Ich bin nur ein alter Mann. Aber vielleicht kann ich dir gerade deswegen helfen. Ich habe beschlossen, all mein Wissen mit dir zu teilen. Du kannst mich alles fragen, was du so wohlgehört wissen willst. Also? Was sagst du da? Du willst wissen, was das Triforce ist. Woher weißt du? Von Zelda. Und Impa. Und der alten Frau. Die alten Schriften sagen leider nur sehr wenig darüber. Es ist auf jeden Fall sehr rätselhaft. Schlimmer rätselhaft als die Flügel, die beiden Flügel, die da hinten rausgerechnet werden müssen. Also pass auf, jetzt kommt das härteste Rätsel ever. Es tut mir leid, da rede ich mit meiner Weisheit und muss jetzt trotzdem passen. Wirklich? Ob es jemanden gibt, der den Lehrer des Teufels erzählen kann? Ich fühle, dass es im Wolkenhort keine solche Person gibt. Kein Versuch der Antwort!
Schwert zu ziehen. Du sagst mir jetzt alles. Ein Moment, Wahrheit. Gib mir wenigstens das Buch, wo das Rätsel drin steht. Einen Hinweis kann ich dir geben. Oder so. Vielleicht hast du von dem uralten Himmelsgeist Narisha gehört. Nein, aber ich frage Feimal danach. Narisha ist seit ewiger Zeit der Hüter der Wolken und zugleich ein wandelndes Lexikon. Ich bin mir sicher, dass er dir etwas zum Treffer sagen können wird. Das ist eine wirklich gute Frage. Dir ist sicher schon diese riesige Sturmwolke aufgefallen, die vor kurzem auf Seite am Himmel erschienen ist. Sturmwolke? Ich glaube, er meint das Ding, wo das, die Stätte der Lieder drin ist. Ach, das, wo ich mal reinfliege? Ja. Es gibt das Gerücht, dass Narisha in dieser Wolke eingeschlossen wäre. Ich hatte Meister Otus beauftragt, diesem Gerücht nachzugehen, doch dann kam die Sache mit Zelda dazwischen. Ich habe ihn noch nicht befragen können, aber vielleicht hat er bereits etwas herausgefunden. Vielleicht solltest du Meister Otus nach Narisha fragen. Meister Ostus, los. Zum Glück hat das nicht Taito als Auftrag gegeben, aber der ist ja vollkommen mit Mia beschäftigt. Eben. Natürlich sollte... Ach ja, ich sollte ja nachforschen. Dann habe ich Mia angeguckt. Und es vergessen. Meister Otus, es geht diesmal nicht ums Triforce. Na, Wahrheit? Was macht deine Suche nach Zelda? Hast du sie gefunden? Ja. Wer? Narisha. Narisha? Du hast wohl mit dem Direktor geredet. Ich komme vor. Narisha befindet sich in der Schurwolke. Ich hoffe bloß, dass der nicht sich hauptsächlich von den Riesenwürmern ernährt. Da habe ich letztens einen wohl versehentlich abstürzen lassen. Das täte die mir sehr... vermehren sich schnell genug. Ja, wir vermehren sich unten und da habe ich auch schon Leute getötet. Also Würmer. Eben, die sind ja unten erst unter der Erde, bevor sie in den Flügel kriegen und hochfliegen. Also, Narisha befindet sich in der Sturmwolke. Aber es ist nicht der Narisha, den wir kannten. Er ist ein Monster. Er mag wie Narisha aussehen, aber als ich mich ihm das letzte Mal näherte, hat er mich angegriffen. Wie sieht Narisha aus? Narishas Blick war so voller Hass. Er hat sich verändert. Irgendwas ist geschehen. Das kann ich spüren. Er hat mich immerhin angegriffen. Das tat ziemlich weh. Wie? Meine Rippen sind immer noch nicht heile. Du möchtest mit Narisha reden? Ja. Das ist unmöglich. Narisha ist im Moment für unsere Worte unerreichbar. Und selbst wenn du nah genug an ihn herankommen würdest, er würde dich angreifen und das wäre dein Ende. Ich habe den super sich selbst heilenden Schild und das Masterschwert. Oh. Und ich bin mit der Göttin befreundet. Gute Argumente. Und ich bin der auserwählte Held, das sagt mein Schwert. Was? Du willst trotzdem gehen? Ja, er ist so wahnsinnig. Nun, du willst es tun, um Zelda zu finden, oder? Nee, die haben wir schon gefunden. Da weiß ich, wo die ist. Ich wollte dir nur helfen. Zelda hat gesagt, ich soll mit Narisha sprechen. Also das hat sie nicht direkt gesagt, aber... Gut. Ich habe das Gefühl, du lässt dich davon nicht abbringen. Ich habe eine Idee. Komm mit. Klick. Teleportation. Ich weiß nicht warum, aber mein Kopf hat automatisch so einen alten Kamera-Klickgeräusch dazu macht. Klick! Irgendetwas stimmt mit Narisha in der Sturmwolke nicht. Wenn du die Ursache für sein Verhalten beseitigst, kommt der alte Narisha vielleicht wieder zurück. Also Wahrheit, ich bringe dir jetzt eine ganz spezielle Vogelreitertechnik. Den Tornado-Stoß! Der Tornado-Stoß ist ein starker Angriff. Mit seiner Hilfe kannst du Narisha sicher von dem Übel, das sie befallen hat, befreien. Die Ausführung ist im Prinzip nicht schwierig. Du musst nur A drücken, das ist alles. Allerdings wird dein Wolkenvogel extrem schnell und dieser Schuss hält länger an als nach der normalen Attacke. Die Kunst ist, den Vogel im Flug stabil zu halten. Deshalb lernen nur die erfahrensten Schüler der Oberstufe diese besondere Technik. Ey, ich habe den Vogelflug-Wettkampf gewonnen und ihr seid nicht auf die Idee gekommen, mir das jetzt direkt danach beizubringen. Du warst noch nicht in der Oberstufe. Richtig. Ich bin der auserwählte Ritter und so weiter. Das ist egal, du warst nicht in der Oberstufe. Oberstufe ist wichtiger. Für dich ist es eigentlich noch zu früh. Aber wir wollen sehen, vielleicht bist du ja schon bereit dafür. Sprinte los und spring von hier ab, dann ruft dein Wolkenvogel. Also, ich muss meinen Wolkenvogel rufen. Ja. Wie ging das nochmal?
Also gut, Wahrheit. Wenn du auf deinen Wolkenvogel A drückst, dreht er sich um Kräft an. Du musst 10 Ziele mit einem Tornadostoß, den du durch Drücken über A auslöst, zerstören. Ich frage mich gerade, wie das jetzt für Link da auf dem Vogel sich anfühlt. Dieses Drücke A! Wo hat mein Vogel A? Ich frage mich eher, wie das für ihn anhört. Das ist ja dann dieser Moment, er fliegt da irgendwo in den Hütten. Was? Das ist Akupunkturpresse. Wenn du es schaffst, 10 Ziele in 120 Sekunden zu schön, bist du ein wahrer Vorbereiter! Also fangen wir an! Viel Glück! Das war's. Das war drüber hinweg. Aber es gibt ja einige Ziele. Ja, ich erinnere mich. Ich hatte da mit dem Tier meinen Spaß. Das war zu tief. Boah, Mary, du hättest nicht vorher noch absinken müssen. Ach, Arthur. Das war nicht schnell genug. Also ich vermute, das darf ich wiederholen. Was, du musst nur einfach alle 7 Sekunden ein Ziel treffen. Und das wird so nichts. Vielleicht muss ich alle 6 Sekunden ein Ziel treffen. Ja, alle 6 Sekunden ein Ziel. Mach uns nicht verloren, alle 4,5 Sekunden ein. Okay. Also der Vogel braucht manchmal schon 4 Sekunden, um sich umzudrehen. Ich möchte wenigstens eins erstmal kriegen. Ja. So nicht? Okay, du hast noch 30 Sekunden einzutreffen. Da wird Meister Otus nicht vollkommen verzweifelt. Das war unfair. Aber im Prinzip ist doch das gleiche, was ich die ganze Zeit. Ach nee, was? Das bringt mit dem Flügelfall immer nach oben geflogen, oder? Otus, ich glaube, dass ich bin nicht der beste Flieger. Hätten Sie mir das früher beigebracht, würde ich das inzwischen können. Du bist noch nicht bereit für die Oberstufe. Wenn ich dir nicht gelingt, 10 Ziele wäre, dann ruhig ja nicht aus. Wann war ich hier? Otus. Ja. Ich glaube, willst du jetzt ansprechen müssen. Ja. Jetzt kriege ich da gleich nochmal hin. Nein, du darfst das nicht hier draußen machen. Du hast noch nicht die Lizenz. Deine Tornado-Stoß-Lizenz hast du noch nicht. Und du's. Vielleicht ist ja auf Französisch. Und tschüss. Ich glaube, der ist hinter dir. Und dann so rechts an der Statue vorbei. Das ist ja auch noch ein Stieg. Tschüss. Nein, hier ist er. Okay, dann war das nicht der Stieg. War das nicht hinten beim Baum, beim See? Keine Ahnung. Stimmt, das müsste es sein. Ich habe ein Gefühl von, wäre ich doch mal lieber da hinten von der Statue runtergesprungen, um dann einen anderen Weg zu fliegen. Hier bei den Flüssen über den Fluss. Nicht jedes Loch ganz durch deinen Buddel. Na, Wahrheit, bist du jetzt in der Oberstufe? Vermutlich nicht. Oh. Wir probieren es trotzdem noch. Ich glaube nicht, dass der Junge bereit ist. Na, aber halt, was machen wir heute? Flupp! Du ziehst mir einen Kescher über den Kopf. Okay. Das funktioniert
aber leider nicht so wie in Skyrim. Wobei in Skyrim ist das ja auch schon rausgebracht. Hast du hier das halt? Hm? Ich wollte Anlauf nehmen! Um richtig schön zu springen! Okay, Wahrheit, diesmal triffst du ein Ziel! Wenigstens eins! Hopefully. Hopefully. Also gut, zwei Jahre. Damit das dir nicht nochmal komplett erklärt. Du musst A drücken. Ach so. Ja, das war eins, das war eins. So, ich habe mich schon mal unglaublich viel gesteigert seit letztem Mal. Ja. Über 100%. Und ich habe mich unendlich viel gesteigert. Zwei! Ah, zwei! Noch ungefähr 10 Sekunden pro Ziel. Fast. Autsch. Ach, Wander über den Platz. Ja, drei. Meister Otus, ich bin nicht der aller schlechteste Schüler. Ich habe beim zweiten Anlauf schon drei Star geschafft. Sehr gut. Vier. Ich muss mein Schild steuern, das ist zeitgleich ein bisschen blöd. Also wenn es darum geht, die Sachen nicht zu treffen, bin ich gut. Meister Otto, sie will ein friedliebender Ritter sein. Ich merke das schon mal. Naja, immerhin hast du 40% deiner Aufgabe geschafft. Ja. Besser als vorher mit den 0%. Ich finde, das war schon eine ordentliche Steigerung. Ich glaube nicht, dass das aus dem Junge jemals ein guter Ritter wird. Geil! Guck mal, dass Kai jetzt dieses Hinweisfenster hat! Was ist das Spiel hier? Nein, noch geht's mir gut! Okay, keiner denkt mal gruselig! Bitte was? Das war gerade ein gruseliger Blick! Sie hat doch nur gelacht! Ja, weil den Seitenblick, den sie hatte, mit den Augen aus großgerissen, sah ein bisschen verstört aus. Ich bin doch nicht verstört. Okay, es geht los. Nein, überhaupt nicht. Eins. Das ging schon mal gut los. Zwei. Sehr schön. Noch vor dem Soll von der Zeit. Ja, drei. Noch mal Winkel. Ah!
Autsch. Wenn ich mich jetzt stetig steigere, bin ich auch zufrieden. Ja. Ich muss nur noch einen treffen, um mich zu steigern. Eben. Sehr gut. Schon gesteigert. Das ist der Autoklang 50%. Das können wir uns mal 4-0 für geben. Genau. Ich sage nur, Mana Mana. Badibidibi. Mana Mana. Badibidi. Mana Mana. Badibidibi. Und so muss ich mit Meister Otus machen. Mada, 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 papa, mada. Ich bin vollkommen unaufgeregt. Ja.